Und aus gutem Grund, die Gewässer in dieser Gegend sind, und sagen wir, sie sind vermutlich der Grund dafür, warum ich vor deiner Ankunft Probleme hatte, jemanden zu finden, der mir hilft. Time to set out for the Razai Passage, out to the northwest. There are several islands out there. Nobody's done more than Ogalat from afar. I know you can do better. Zeit, sich in die Razai-Passage aufzumachen. Sie liegt im Nordwesten. Es gibt einige Inseln dort, die bisher maximal vom Weiten angestarrt wurden. Ich weiß, dass du das besser kannst. I'll be waiting. Ich warte. Oh, er hat sogar hier was mit einer Falle. So, Falle entschärft. Gut. Die beiden haben ein Level ab und wir haben Kartierung der Razai-Passage. Sansa, der reizbare Kartograf, den ich am Ankerplatz der Königin getroffen habe, möchte einen umfassenden Führer für die Insel des Todesfeuers erstellen. Allein kann er diese Aufgabe allerdings nicht erledigen. Sansas Karte ist schon fast vollständig. Er hat eine letzte Aufgabe für mich. Ich soll die Inseln erkunden, die westlich der Razai-Passage liegen. Von der Kataka aus muss ich in Richtung Nordwesten segeln. Weit im Nordwesten entdeckte ich eine Insel, auf der ein merkwürdiger Kult herrscht. Auf einer sumpfigen Insel entdeckte ich eine Hütte, in der einmal mehrere Sumpfhexen zu Hause waren. Entlang der felsigen Inseln, die Margans Zähne bilden, habe ich eine Höhle entdeckt, die vom Flammenacker bewohnt war. Jo, damit wäre das auch abgeschlossen. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Willkommen zurück. Tell me, how is the sailing? Smooth? Ja, ja, kennen wir. How might I assist you? Wie kann ich dir helfen? Ich habe neues Material. Wow. I've always wondered what was over there. I made a list. Fire Giants, Giant Fire Ants, Fire Snakes wasn't on there. Wait, this means... Boah, ich habe mich schon immer gefragt, was da drüben los ist. Ich habe eine Liste gemacht. Feuerriesen, riesige Feuerameisen, Feuerschlangen standen nicht auf der Liste. Moment, das heißt... You've done it! You've really done it! Oh, I could kiss you! Du hast es geschafft, du hast es wirklich geschafft. Ich könnte dich küssen. Zwinkern, jederzeit. Lass es, beruhig dich, Kumpel, lass es. This is going to put both our names in the history books. I am sure of it. Damit landen unsere beiden Namen in den Geschichtsbüchern. Ich bin mir ganz sicher. He really doesn't know who he's talking to, does he? Er weiß wirklich nicht, mit wem er redet, oder? Mit einem Grinsen klopft sich Tikio auf ein Nest seiner sich windenden Haare, um sie zu beruhigen. Stolz, ne? I'm nearly done putting everything together. Come back later and I'll give you the very first copy of the Explorer's Guide to the Deadfire. Ich stehe kurz davor, alles zusammenzustellen. Komm später wieder und ich gebe dir die allererste Kopie des Erforscherhandbuchs für das Todesfeuer. Sansa presst die Hände zusammen und scheint auf der Stelle zu tanzen. Ja. Hast du schon? The Great Explorer returns. You are always welcome here, my friend. Please make yourself comfortable. Der große Erforscher kehrt zurück. Du bist hier immer willkommen, mein Freund. Bitte fühl dich wie zu Hause. Here, your very own copy of the book, as promised. Hier, dein Exemplar des Buchs, wie versprochen. Ich war außerdem so frei, dir ein kleines Geschenk an Bord deines Schiffs bringen zu lassen. Hoffentlich gefällt es dir. Du hast den Gegenstand erhalten. Erforscherhandbuch für das Todesfeuerarchipel. Zeugnis der Abenteuer des berühmten Kapitäns Hagrim auf diesen am weitesten entfernten und gefährlichsten Inseln, dem Autor Sansa von Biagrepe vom besagten Captain höchst selbst berichtet. How might I assist you? Leb wohl. So, was habe ich aufs Schiff? Außer die vergessliche Nacht. Ja, ich habe Segel, ich habe Kanonen. Muss ich auf mein Schiff gucken. Okay. Level up für die zwei. Geschichte für dich. Und sagen wir Arcana für dich. 2 Punkte, weil du jetzt erst 19 erreicht hast. Kraftstufe erhöhen. Durchschlagskraft für 6 Sekunden. Wäre nicht schlecht, ja. Ja, da muss ich mal Tikeos Lied überarbeiten, glaube ich. Yes, Captain. Mut so dick wie Stahl. Punkte Schadensschild für alle. Schild alle für 10 Sekunden. Ja, das wäre nicht schlecht. Schaden ausgeteilt ist gut. Dann nehmen wir das mal raus.
setze ich die beiden rein, dann Heilung und dann das. Gut. Jawohl. At your service. Und Maya, auch ein Level up. Ruhig einen Punkt in Heimlichkeit und jetzt noch einen Punkt in Diplomatie. Ein Punkt. Mit der Feind der tierischen Gefährte des Weitläufers verfehlt, das wäre eine Sache. Kritischer Treffer erzielt wird. Ne, nehmen wir ruhig mal das, den Gefährten verbessern. Pistolen von mir aus. Und gut ist. At your service. Das heißt, wir können hier jetzt auch wieder raus. Können das Kopfgeld abgeben. Gucken, ob wir da jetzt auch alle Kopfgelder haben. Dann zu Akemir. Dann holen wir uns noch unseren letzten Gefährten. Nachdem ich mal geguckt habe, wo wir den herkriegen. Ich wäre da nie drauf gekommen. Auf die Idee. No need to ask twice. So, bei dir Kopfgeld abgeben. Ach, my little privateer, you have news for me? Ach, mein kleiner Freibeuter, bringst du mir gute Neuigkeiten? Ja, ich habe mich um wen gekümmert. Perfetto. A pirate deserves no better send-off than a watery tomb. Perfetto, ein Pirat hat keinen besseren Abschied verdient als ein feuchtes Grab. Enya überreicht dir eine gewaltige Menge Münzen, ja? But you did not just come to deliver good news. You came for work, Ach. Aber du bist hier nun... Bist sicher nicht nur deshalb hier, um gute Nachrichten zu überbringen. Du suchst Arbeit, nicht wahr? Was hast du denn noch? You've done well for the company. My last target is Desiwa the Shark, a Rawataian Kasita, who we suspect of intimidating survey ships. Du hast der Gesellschaft gute Dienste geleistet. Mein letztes Ziel ist Desiwa, der weibliche Hai. Das ist eine rawatanische Kasita. Was ist eine Kasita? Kapitän, von der wir vermuten, dass sie die Erkundungsschiffe einzuschüchtern versucht. Ihre Lippen ziehen sich zu einem hasserfüllten, höhnischen Gesicht zusammen. Ich nehme das Kopfgeld. Gerade, Desiwa segelt mit der Dao Schwarzspitze in den Gewässern südlich von Sayuka. Dann leb wohl. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Kopfgeldaufträge. Vielleicht kriegen wir von dem Prinzipi dann auch noch einen. Wo finde ich eigentlich unsere Prinzipi? Refugium des Hebers, okay. Jetzt aber erstmal zur Akemia.
Sondern er sei ja hier unten in seinem. If you require directions to Bacana's observatory, look to your sextant. Wenn du Richtungsangaben zu Bekanas Observatorium benötigst, nimm deinen Sextanten zur Hilfe. Akemir bedeutet hier offen zu sprechen. Bekana, ich habe diesen alten Almanach in einem Modell des Sonnensystems gefunden. Kommt er dir bekannt vor? You did you? That does rather defeat the purpose of absolution. Hast du das tatsächlich? Das macht die ganze Idee der Absolution einigermaßen hinfällig. Akemir zieht an seine Unterlippe und sieht dich prüfend an. So be it. Follow me down to the scrying pool. So sei es. Folge mir hinunter zum Seerbecken. So, wo ist ein Seerbecken? Da. Wir sollen uns ein bisschen quetschen. Akemir zeigt auf das Seerbecken. Du mixest das Wasser. Dunkle Silhouetten sitzen nebeneinander in einem Kreis. Die Oberfläche des Beckens schlägt im Takt mit gedämpften Stimmen, die aus der Tiefe auftauchen. Auf die Wasseroberfläche klopfen. Alle der sitzenden Gestalten wenden sich mit einem Mal dir zu. Die Gesichter sind durch Kapuzen verdeckt. Eine von ihnen macht eine ungeduldige, heranwinkende Geste. Dein Gesicht in das Wasser eintauchen. Oh Gott, jetzt reden wir mit dem Magierrad, wo er so, wie es aussieht. Sobald deine Haut die Oberflächenspannung durchbrochen hat, fühlst du einen warmen Duftzug. Du blickst wie durch ein offenes Fenster in eine Steinkammer, die ringsum mit Kohlebecken und Wandteppichen gesäumt ist. Männer und Frauen in Rom umklammern die Armlehnen ihrer Throne fest. Wasser tropft von deinem Kinn herab. Die anderen Erzmagier scheinen zumindest momentan von deiner Anwesenheit unbeeindruckt. Eine Amonne verschränkt ihre Arme und starrt eine andere Frau nieder, die mit geballten Fäusten an ihrer Seite dasteht. Schnick tropft von den Ärmeln der Robe der Amonnerin und sammelt sich auf dem Boden. Du verwechselst da etwas, Kalakov. Meine Neugier und genaues Studium sind keine Billigung ihrer Forschung. Maura nickt, sie ist offensichtlich gelangweilt. Oh Gott. Bekana wird nicht auf einmal von Leuten wie uns gerecht sein, wenn wir einfach nur ihr Werk lesen. Etwas Grünes und Verdrehtes windet sich unter dem Tisch. Kalakov zeigt hinab. Ein Lichtblitz entzündet es auf der Stelle, was den Raum mit einem Gestank zu lange gekochter Schnecken füllt. Ein unterdrücktes Kichern zieht sich durch die folgende Stille durch. Bei dir weiß man nie, woran man ist, Maurer. Einige von uns lehnen es ab, ihre Vernunft mit dem schwachsinnigen Schlussfolgerungen von Personen zu besudeln, die es nicht in den Zirkel geschafft haben. Und deine Schnecken kannst du behalten. Kalakov beißt die Zähne zusammen. Bist du fertig? Der Zirkel der Erzmagier, es ist eine Ehre. Dich räuspern? Sagen wir mal lieber nichts. Ihr beide habt jetzt aber mal genug geredet. Akemir beugt sich über deine Schulter und spricht mit dem Rest des Raumes. Maura, deine Haustiere können draußen warten. Akemir wartet geduldig, während Maura eine Kuschgeste macht. Ein nasses, schlürfendes Geräusch klingt in der Halle wieder. Etwas Dunkles und Großes macht sich gen Ausgang auf. Wenn wir bereit sind, rational zu sprechen, dann wird unsere Geduld zugleich belohnt. Er streicht über seinen Bart und seufzt, während er dir das Wort gibt.
Ich grüße den Zirkel. Ich bringe euch Berkanas Forschungsergebnisse. Wo genau sind wir? Wo genau befinden wir uns? Sag nichts. Ich bringe die Forschungsergebnisse. Manche von uns wissen das eher zu schätzen als andere. Violetta schnipp einen Funken in Richtung Kalakov. Hake, mir dauert es doch schon geraume Zeit ein Auge auf das Todesfeuer. Ist diese Versammlung notwendig? Lenngraf hustet in die Handfläche, wodurch sie eine Rauchwolke erzeugt, die die Luft um sie herum vernebelt.